Alter, was machen Sie mit... Kennen Sie Rettungsgasse? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, das ist so richtig, richtig, richtig... Amerika halt hier. Komm, scheiß doch drauf. So. Weißt du, die Leute bilden keine Rettungsgasse. Dafür bilden die hier irgendwie Kopf in die Heckscheibe Gasse. Ich sag nichts mehr. Respipo 27 Show im E.ON Szene. Aua. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nee, warte, das passt jetzt gar nicht. Zu einer weiteren Folge, Paramedic FR. Keine Ahnung. Wir spielen heute mal nicht die Polizeimod, sondern die Rescue 5 Mod. Das steht auch unten rechts voll unauffällig in der Ecke. Bei irgendjemanden. Ich kann es nicht sehen, weil mein Aufnahmezeichen davor ist. Aber der Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und in dieser Mod kann man nicht nur Paramedic spielen, sondern auch Feuerwehr und was war es auch? Küstenwache, genau. Und ich werde mir jetzt einfach mal die drei verschiedenen Variationen aussuchen. Immer in einem separaten Video. Und werde mal gucken, was die können. Weil ich dachte, LSPDFA wird so auf Dauer ein bisschen eintönig. Nichtsdestotrotz wird es natürlich danach mit LSPDFA weitergehen. Außer natürlich, ihr sagt so, boah, voll geil, mach das unbedingt bis an dein Lebensende. Dann werde ich das auch ungefähr so lange machen. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was uns erwartet. Man bekommt automatisch einen Einsatz, man kann den nicht triggern oder so. Deswegen ist da auch oben links so ein fettes Ding. Ich möchte mit dir kein Rennen machen, lieber Kastenwagen. Man kann auch irgendwo dieses Ding wegmachen mit I. Genau, kann man das wegmachen. Und wir gucken mal, ich habe noch nie einen Einsatz beantwortet. Hoffentlich funktioniert das jetzt so, bleibt doch nicht auf der Kreuzung stehen. Aber ich dachte mir mal, ich installiere die Mod. Und guck mal, was die so kann. Und das werden wir jetzt auch in diesem Video tun, wenn du mich vorbeilässt. Oh Gott. Uff. Er lebt noch, das ist alles gut. Solange er lebt. Außerdem sind wir hier in GTA, ne? Da fahren die Krankenwagenmänner ja auch immer alle um einen zu retten. Das ist ja immer an der Tagesordnung, deswegen ist es auch gar kein Problem, dass wir auf dem Weg ein bisschen rustikaler fahren. Rescapo 27 ja. PD ist not on das ist noch, das ist noch ein bisschen behindert, dass die wundervolle Computerstimme ein bisschen nerven kann. Okay, pass auf, wir parken mal hier. Also die Computerstimme habe ich auch nicht geschafft, die auszubekommen oder so. Rescapo 27 Show im E.ON Szene. So, go to the victim und jetzt... Ah, warte hier. Action, start the mod, change... Hey, halten Sie sich bitte vom Opfer fern. Jetzt genau hier kann ich mit M das Menü aufmachen. Wird mir aber in dem Fall nichts bringen. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt anders. Wir gehen raus. Starting treating a victim. Komme ich jetzt aus diesem Menü raus? Egal. Wie kann man nochmal starten hier? So. Don't press E again. Don't call for EMS. Okay, wir leben ihn jetzt wieder. Und die Polizei kommt, glaube ich, auch. Oder das ist Zufall. Komm, du schaffst das. Not briefing. Evacuate updates. Achso, not briefing. Ja, und jetzt? 57er Puls. Enter. Oh. Was ist jetzt? Er hat es, glaube ich, geschafft. Warum machen Sie die Sirene an? Stehen Sie mir bei, helfen Sie mir. Okay, ich glaube, er hat es geschafft. Wir haben ihn wiederbelebt. Auch wenn die Bewegung ein bisschen asynchron ist. Please, patient on the scene. Take patient to hospital. Da, dass sie tot waren, werde ich sie natürlich mitnehmen. Nebel. Wir taken mal. Rescapo 27. So, kommen Sie bitte mit. Patient is ID for transport. Show me en route to the hospital. Kommen Sie bitte mit. Hallo. Okay, also auf. Vielleicht folgt er uns, wenn wir hier einsteigen. Ich glaube, hier muss man näher ranfahren.
Ah ja, guck mal. Guck mal, steigt sogar hinten ein. Dann bringen wir sie schnellstmöglich ins Krankenhaus. Dort werden sie dann behandelt, auch wenn sie mich gerade nicht hören können. Ich finde schade, dass die Krankenwagen in GTA ein bisschen nicht so teuer ausmodelliert sind. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn da hinten so ein richtiger Raum drin wäre, wo so Medikamente und so drin sind, dass da auch so ein Fenster zur Kabine vorher nicht drin wäre. Das wäre ein bisschen realistisch, aber okay. Vollkommen in Ordnung. Ja, beregen Sie sich mal bitte nicht auf, ich habe den Patienten, ja. Oh Gott, ich muss hier links. So. Jetzt hier rechts. Wo gibt man den ab? Hä? Ach so, ah, okay. Ich glaube, hier unten. Ja, ich glaube, hier unten. Oh, ja, aber geh weg. Geiles Zeichen. Rescue 27 Show ME Available. So, guck mal. Hallo. Hey, Sie müssen schon ins Krankenhaus. Na, ich denke mal, er weiß schon, was er macht. 27 Respond to AMVA Adress ist Kreat Ozean HWY. Wir haben jetzt einen neuen Einsatz. Wie gesagt, die Computerstimme bekriege ich nicht aus. Jetzt geht er mal zu, Kacktür. Hallo, Sie haben nicht mal die Tür zugemacht, Herr Patient. Jetzt kriegt die Tür nicht zu. So, jetzt. Wir müssen einen neuen Einsatz. Oh, kommen wir hier durch? Also, muss auch mal ganz kurz zu der Mod sagen, die wird nicht mehr weiterentwickelt, leider. Oder zum... Sachschaden werden später bezahlt. Die wird nicht mehr weiterentwickelt, die Mod, leider. Der Entwickler hat seit September, glaube ich, kein Update mehr gebracht oder generell nichts mehr von sich hören lassen. Weswegen ich falsch gefahren bin. Weswegen ich bezweifle, dass da auch nichts mehr kommen wird, leider. Auch wenn die Mod echt coole Ansätze hat. Und klar, die ist auch nicht so umfangreich wie die LSPDFA-Mod. Ich denke mal, das sollte aber keine Frage sein, weil die LSPDFA-Mod ist ja schon ein Monster. Das ist ja schon ein bisschen, das ist ja fast eine Total Conversion. Ja, wobei... Das ist aber bei einer Mod. So, wo ist denn das hier? Da vorne irgendwo. 1,4 Kilometer noch. Ich hätte davor vielleicht eine andere Krankenwagen-Sirene runterladen sollen. Na egal. Ich sperre gerade mal das PDFA-Ordner. Und da ist halt nur die Polizeisirene ersetzt. Boah, sieht das geil aus. Machen Sie bitte Platz. Oh, ich glaube, sie ist gestorben. Egal. Oh. Alter, ich fahr echt wie so ein Kräumel, ey. Kräumel, Ische. Fahr wie ein Kräumel. Ja. Der Krankenwagen steuert sich ein bisschen schwerfälliger als so ein schöner Crown Victoria, das ist klar. Ich muss halt dieses Fenster da oben. Alter, was machen Sie mit... Kennen Sie Rettungsgasse? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, das ist so richtig, richtig, richtig... Amerika halt hier. Komm, scheiß doch drauf, so. Dass die Leute bilden keine Rettungsgasse. Dafür bilden die hier irgendwie Kopf in die Heckscheibe Gasse. Das ist eine neue Art der Rettung in den USA. So, wo ist denn das denn jetzt hier? Ich sag nichts mehr. Rescue 27 Show ME on Szene. Aua. So, hallo. Und sie wurden auf dem Highway angefahren. Hallo, gehen Sie mal bitte ein bisschen weiter weg hier, Herr Kollege. So, ich bin ja da unten. Also muss ich kurz mal spickeln. Wie nach nochmal E. Don't press E again. Okay. Ja, ich mache es. Bleibt weg, Feuerwehrmänner. Oh, guck mal, unser Kollege, den wir sonst gespielt hätten, ist da hinten neben diesem wunderschönen Kasten. Was ist denn das eigentlich für einer? Ist das ein Granger? Ich glaube schon. Not briefing. Space for once a time to perform chest compression. Ah, hier. So, Herzdruck. In welchem Rhythmus soll man das machen? Ich weiß es nicht. Aber cool, ich muss jetzt hier immer Leertaste drücken in Abständen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Wahrscheinlich schon. So, jetzt reicht er wohl, oder? Oh, er macht es einfach weiter. Oh, ist das Jimmy, der da auf dem Boden liegt? Der Sohn von Michael? Not briefing. Ja, dann probieren wir es halt weiter. Jetzt verstehe ich das System. Hallo, Herr Kollege. Können Sie ja bitte dafür sorgen, dass die Autos nicht mit 200 Sachen an mir vorbeifahren? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, wenn es jetzt nicht geht, müssen wir die leider im Stich lassen. 17%. Was denn, wenn der Balken voll ist? 54 Herzschlag die Minute.
Probieren wir es noch mal so ein bisschen. Mal gucken, was jetzt da steht im Herzschlag. Ob sich das überhaupt ändert. Aber mit 54er Herzschlag ist es ja wohl auch nicht so dramatisch, oder? Also es ist ja, glaube ich, nicht so, dass das jetzt hier irgendwie lebensbedrohlich ist oder so. Ja, chillen Sie bitte. Ich bin der behandelnde Arzt, ja. Ich knie zwar auf seinem Arm, aber das macht wohl, ist wohl kein Problem. Also, die Feuerwehrmänner auch einfach nur so voll perplex neben mir stehen. So, was geht da ab? Ist der wirklich Notarzt? Der ist ja mal ein toller Beruf, hat der Typ. Soweit habe ich es nie gebracht. Dann ist ja der Polizist da hinter uns, ey. Denkt sich aus so. Ja, der Notarzt ist eigentlich der Einzige von uns, der was kann. So. Jetzt gucken wir mal, wie der Herzschlag jetzt ist. Komm, hör auf zu drücken. Los. Also der drückt immer ein bisschen weiter, wenn ich Leertaste loslasse. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist halt einfach so. So, komm, jetzt müssen wir mal hier. Ich krieg einen Anfall. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis der mal fertig ist. Ich nehme so mal lang mal die Hände von der Tastatur und der Maus und guck diese. Ja, bei hier, guck mal da. Ich finde diese Schärfentiefe-Effekte ziemlich nice mit der Grafikmod. Wie gesagt, alles in der Beschreibung verlinkt. Auch die Rescue-Mod. Also im Endeffekt habe ich nur die Rescue-Mod installiert. Ich habe nicht mal was deinstallieren müssen für die Mod. Also das ist doch ein echt einfach. Das ist einfach nur ein Script, glaube ich, den ihr in den Scripts-Ordner ziehen müsst. Und dann habt ihr das schon. Das heißt, wenn ihr das selber probieren wollt, ist echt nicht schwer zu installieren. So, sind wir jetzt mal fertig hier? Ich glaube, es hat sich aufgegangen. Wir hören mal eh. Hallo, ja, Krankenwagen. Oh, bei Leuten funktioniert die Tiefenschärfe nicht. Ah, doch. Ja. Er ist am Leben. Er hat es geschafft. Der Mann mit dem kindischen Ventilator auf dem Bauch. Er hat es geschafft. Er wurde zum Leben erweckt. Guten Morgen. Auch wenn wir Abend haben. Don't press... Ja, komm, jetzt inhalte sie das nochmal. Oh Gott. Alles klar, die Feuerwehrmänner sind wieder mal losgeworden. Ich sag dafür nichts mehr hier, ne? Ich würde sagen, wir stehen jetzt mal auf. Jetzt komm. Hallo, Herr Patient. Im zweiten Mal. Der Polizist macht auch nichts, ne? So. Wir nehmen den mit zum Hospital. So. Rescue 27 Patient ist. Sie kümmern sich hier auch sicherlich um den Rest. Schon im EN-Route zu sehr Hospital. Nein, mein Bein. Egal. Steh auf, komm. So, Krankenwagen, ich bin hier behandelnder Arzt, ja? So. Dann fahren Sie. So. Kommen Sie mit. Oh, fuck. Ups. Ey, nein! Herr Polizist! Der wurde wieder angefahren. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Waffen, oder? Ich habe nur eine. Ich bin behandelnder Arzt, ich kann ihn doch jetzt nicht schlagen. Ich muss ihn anders umbringen. Komm mal hier, komm. Wie fällt denn der? Au!
So, komm, 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 komm. Nein, 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 ah! Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Au! Der Patient schlägt mich. Es reicht mir. Ja, überfallen. So. Oh. Ups. Jetzt kommt der nächste. Ne, komm, ich fahr jetzt. Lol. Jetzt wird ja noch geschossen. Ich lass es dann mal, ne? Mit dem Einsatz hier. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Ah, wir haben jetzt noch was. Okay. Achso, ne, jetzt muss ich noch zum Krankenhaus fahren, weil das ja gerade ein bisschen buggy ist. Oh Gott, okay, dann tun wir aber mal so, als wenn er jetzt hinten drin wäre. Beziehungsweise fahren zum Krankenhaus, weil wir unsere Medikamente wieder auffüllen müssen oder whatever. Fahr, glaube ich, ein bisschen schnell, oder? Ja, egal, wir sind Krankenwagen, wir dürfen das. Wir sind Krankenwagen, Junge. Wir sind Krankenwagen, wir dürfen das. Boah, aber es hat irgendwie schon was, so als Paramedic zu spielen. Auch wenn irgendwie mehr Leute getötet werden von mir als gerettet. Aber das ist ja normal in GTA. Zumindest für den Sanitätern. Und auch als Protagonist selber. Also eigentlich immer. Es trifft auf alles zu, selbst auf die Polizisten. Ja, wobei. Ja doch, eigentlich schon. Ja doch. Oh oh. Oh, oh. Ja, wir sollten vielleicht mal. Pass auf, wir reparieren mal da hinten unseren Auto. Unseren Auto. Mein, was ist denn beim Deutsch los, ey? Das ist ja richtig miserabel, sag ich mal. So. Oh Gott, Alter, ich muss jetzt echt mal. Also, die Krankenwagen fahren sich echt richtig schwammig. So. Naja, guck mal, fahren wir außen rum. Wir haben Notfall. Rescapo 27 Show ME Available. So. Und jetzt haben wir noch einen Einsatzer. Great Ocean Highway. Ist das nicht. Entschuldigung. So, Great Ocean Highway. Und jetzt? Change Current Delay. Ich muss gerade mal gucken. Spickung hier. Was haben wir eigentlich in unserem Menü hier? Generate a call, evacuate the area, generate a call. Rescapo 27 respond to a cardiac arrest. Address is Meteor Street. Be advised, person not breathing. Okay, Person ist nicht mehr atmet. Was? Person atmet nicht mehr, mein Gott. Alter, also heute ist echt so ein richtiges Gische in mir, keine Ahnung. So, auf jeden Fall. Person atmet nicht mehr. Wir sollen zur Hilfe kommen. Wir müssen außen rum fahren. Weil die Stadt in Los Santos echt so. Bäh. So. Hallo. Mal so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Die Sirene von dem Krankenwagen ist auch die Sirene, die in GTA San Andreas für den Krankenwagen zum Einsatz kam. Beziehungsweise verwendet wurde. Na, nur mal so am Rande. Das heißt, falls euch die Sirene bekannt vorkommt. Wisst ihr, warum das jetzt so ist? So, ich suche nämlich immer auf einer Straßenseite. So, diesen Krankenwagen, wir dürfen das. 27 Show ME und Szene. Oh, dafür, dass sie nicht atmen, sind sie aber sehr fidel. Ich wiederbelebe sie mal trotzdem. Ah, guck mal. So. Mache ich aber nicht wieder Herzmassage, sonst dauert das zu lange. 0%. Also die ist ja wohl tot. Einmal. 0. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Tut mir leid. Was machen wir jetzt mit der? Hm. Ich habe auch keinen LSPDFA installiert. Oh, guck mal, er ist ganz bedrückt, der Krankenwagenmann. Update status and call Corona Office to remove the body. Alright, update status. Rescapo 27 Show ME available. Ah, sie lebt, okay.
Ja gut, ich würde sagen. Jetzt telefoniert ihr einfach weiter, wenn... Reskipo 27 respond to AMV. Jetzt aber die Fresse, du scheiß Computerstimme hier. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal Schluss hier mit der Mod. Wir schauen uns in den nächsten Tagen mal die anderen zwei Möglichkeiten an, die man hier hat. Was ist denn das hier? War ich, glaube ich, noch nie auf dem Weg. War ich hier schon mal? Naja, gucke ich gleich nochmal nach. Ist jetzt irrelevant. Wir, beziehungsweise ich, sage Tschüss. Wie gesagt, in den nächsten Tagen gucken wir uns dann auch hier Küstenwache und Fire Department an. Das wird sicherlich auch sehr interessant. Auch wenn leider nicht so tiefgründig, wie man es von LSBFA kennt. Aber wie gesagt, ist ja auch gerade nur ein kleines Special. Oh, nicht da runterfallen. Ich würde sagen, pass auf, wir stellen uns hier da vorne hin. Da ist schöner. Boah, sieht das nice aus. Komm mal da rüber. Oh, ja, okay. Boah, ich glaube, ich habe gerade einen Spot gefunden, ey. Der ist nice. Wenn ich jetzt hier so anlehne. Okay, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns ja bei der Folge von diesem Ding. Oder LSBFA. Oder beidem. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.